Servus Freunde, Servus Ice Tigers Fans und willkommen zurück zu einem neuen Stadion-Vlog auf diesem Kanal. Ich hoffe, ihr habt die Sommerpause und den Sommer gut genossen, kommt jetzt gestärkt wieder zurück. Heute erstes Saisonspiel der Ice Tigers in Straubing, Auswärtsfahrt. Ich habe mich angemeldet. 16:30 an Dutzendteich fährt mein Bus ab, dann 19:30 Spielbeginn in Straubing. Ich werde euch heute ein bisschen mitnehmen, wird aber nicht so ein langes Video, denke ich. Also ich denke so 10, 15 Minuten, weil ich will heute auch ein bisschen die Auswärtsfahrt genießen. Ist ja meine erste Auswärtsfahrt, die ich mache. Ich hoffe, euch gefällt der Vlog. Lasst ein Abo dafür für weitere Vlogs von den Ice Tigers. Da werden einige kommen. Sonntag geht es weiter gegen Berlin. Freitag 19:30 Uhr. Die Kölner Haie sind zu Gast im Tigerkäfig. Da wird einiges kommen. Wir sind bei fast jedem Heimspiel jetzt. Danach die Löwen Frankfurt. Danach kenne ich den Terminkalender leider nicht. Aber wir werden auf jeden Fall, da werden auf jeden Fall wöchentlich und auch oder in 2 Wochen Tag Stadionvlogs kommen. Ich sitze hier noch am Dutzendteich Bahnhof, muss gleich noch zu meinem Bus laufen. Weiß eigentlich gar nicht, wo das ist. Ich muss das in Google Maps eingeben. Ich hoffe, euch gefällt's. Lasst ein Abo dafür für weitere Vlogs und ein Like natürlich. Kommentiert mal gerne, wie ihr es fandet. Für mich natürlich auch was Neues. Eine Auswärtsfahrt mal. Meine erste eben, wie gesagt. Ja. Die DL-Bilanz von den Nürnberger Ice Tigers gegen Straubing ist eigentlich nicht mal so schlecht. Also was heißt nicht mal so schlecht? Sie ist positiv auf jeden Fall von Siegen her. Nämlich 63 Spiele, 40 Siege, 23 Niederlagen, 217, 270 Tore. Und in den letzten 5 Spielen, von den letzten 5 Spielen haben wir auch 4 gewonnen. Das macht doch eigentlich Hoffnung. Nur leider habe ich jetzt in der Vergangenheit eher immer so semi-gute Spiele gegen die Straubing Tigers von uns gesehen. Kann sein, dass ich da einfach zu den falschen Zeitpunkten eingeschalten habe. Kann sonst noch zu sagen, ich glaube nichts mehr. Lassen Abo da hier. Wir sind angekommen in Straubing. 2 Stunden haben wir ungefähr braucht. Jetzt geht es zum Stadion. Warte mal, ich zeige euch mal kurz den Bus. Hier der Bus und die Leute, die mitgefahren sind. Der Bus war rappelvoll, also hoffentlich wird es ein gutes Spiel, eine gute Stimmung. Von mir gibt es leider heute nicht so viel. Kurzer das Video, aber ich hoffe, das passt. Bis gleich. Hier der Blick ins Stadion das erste Mal. Unsere Jungs kommen aufs Eis. Scheiße wird oder gut. Und wir sammeln uns in den Ast.
gleich die erste Zeitstrafe ein, haben keine einzige Chance, Zeit zu entscheiden. Tor für Nürnberg, Digga, 1-1! Nürnberg nach Videobeweis. Das dritte Pause in Straubing, 1-0 für die Straubing Tigers. Unser Tor hat ja leider nicht gezählt durch Videobeweis. Wir machen das richtig, richtig scheiße, muss ich sagen. Also Straubing hat es sich mehr verdient. Hat zwar auch noch keine klaren Torchancen, aber es ist einfach mehr verdient. Wir machen es einfach richtig grottenschlecht nach vorne. Da sind Aufbaufehler dabei, die hast du noch nie gesehen. Keine Ahnung, was bei uns los ist. Es muss im zweiten Drittel besser werden. Dann geht es ja auf dieses Tor in die Nürnberger Kurve. Vielleicht pusht es die Mannschaft noch ein bisschen. Werden wir sehen. Tor, Straubing! Boah, ey, Jungs! Hier nochmal kurz die Ergebnisse. Also Köln, München, gestern 6-3. Adler Mannheim, Schwenninger Wild Wings 0-2. Düsseldorf, Ingolstadt 3-0. Bremerhaven, Bietigheim 2-1. Wolfsburg, Lions Frankfurt 2-2. Und Iserlohn Augsburg 0-0. 3-0 Straubing, das ist ein brutaler Konter, den kannst du nicht besser ausspielen. Das ist ein Schuss, ein Tor und die Hoffnung hier im Block, die schwindet langsam. Komm, auf geht's, wir können hier doch nicht so untergehen. Was ist denn los? Wahnsinn, wie das wieder fällt. Wir lassen uns hinten auskontern. Und dann... Hier. Egal, weitermachen, 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 weitermachen. Komm Jungs, wir sind da. Treffer Straubing, 5-2.
Fazit noch von mir. Die Ice Tigers verlieren 5:2 in Straubing. War ein, wenn man es über das ganze Spiel betrachtet, muss ich schon sagen, es ist ein mittelmäßiges Spiel von uns geworden. Erstes Drittel ist schnell zusammengefasst, bodenlos. Zweites Drittel Besserung. Und drittes Drittel ist einfach dann, ja, das dritte Drittel eben. War jetzt nicht besonders gut, war auch nicht schlecht. Als die Straubing Tigers haben halt einfach ihre Chancen genutzt. Wir haben unsere Chancen auch genutzt. Wir hatten halt einfach nur zwei oder drei gute. Der Rest war eher mickrig und mangelhaft. Aber egal, wir sind die Ice Tigers, wir kämpfen weiter. Und morgen gegen Berlin holen wir uns die ersten drei Punkte zu Hause im Tigerkäfig. Bis morgen, haut rein. Genießt euren Samstagabend noch. Ciao.